Du glaubst den ganzen Scheiß ja im Ernst. Das Land soll wieder uns gehören und der ganze Unsinn. Ida, ich bin nicht naiv, okay? Ich habe jetzt schon an mehr Kampagnen mitgearbeitet als andere mit 40. Deswegen sage ich dir, der wird es sein. Du bist Überzeugungstäter. Ja, und mit Begeisterung. Weißt du, es ist mir egal, ob er in den Umfragen vorne liegt und auch, dass er zufällig alle richtigen Eigenschaften mitbringt. Die Wahrheit ist, er ist der einzige Mann, der tatsächlich etwas im Leben der Menschen verändern wird. Auch bei denen, die ihn hassen. Und wenn Mike Morris Präsident ist, sagt das mehr über uns als über ihn. Es ist mir scheißegal, ob er gewinnen kann. Er muss gewinnen. Sonst was? Was? Wird die Welt zusammenbrechen? Es macht keinen Unterschied. Nicht das kleinste bisschen. Im täglichen Leben aller stinknormalen Durchschnittsmenschen, die aufstehen, zur Arbeit gehen, essen, schlafen und dann wieder zur Arbeit gehen. Es ist so, wenn dein Mann gewinnt, bekommst du einen Job im Weißen Haus. Wenn er verliert, sitzt du wieder in einer Consulting-Firma in der K-Street. Das ist alles. Früher war dir das klar, bevor er für dich zum Heilsbringer geworden ist. Mike Morris ist Politiker. Er ist ein netter Kerl. Die sind alle nett. Er wird dich enttäuschen. Früher oder später.